Seit Februar 2019 sitzt der US-Rapper YNW Melly hinter Gittern und seine Freilassung rückt nicht wirklich näher. Gefühlt jeder Gerichtstermin wird verschoben oder sie müssen die Verhandlungen neu starten. Das geht nun 5 Jahre so und selbst der Rapper ist müde und erschöpft von dieser Zeit im Knast. Er wurde verhaftet, weil er scheinbar einen Streit wegen Geld hatte und anschließend auf 2 Freunde geschossen haben soll. Vor Gericht soll das geklärt werden und seine Mutter betont immer wieder, dass es nun soweit sein könnte und es die Möglichkeit besteht, dass er nun rauskommt. Aber nichts passiert. Nun ist YNW Melly wieder einmal vor dem Richter und ihm bleibt scheinbar nichts mehr übrig, als zu beten. Während der Verhandlung fängt er nämlich an zu beten und hofft, dass es zu einer positiven Entwicklung führt. In wenigen Wochen könnte der Richter entscheiden, wie es weitergeht. Die Fans bleiben gespannt und hoffen genauso wie der Rapper auf seine Freilassung. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Glaubt ihr, dass YNW Melly noch freikommt oder wird er lebenslänglich hinter Gittern bleiben müssen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.